Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich bin mitten im Training. Nehme es diesmal allerdings nicht komplett auf. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, diese vollen Trainingsvideos, vielleicht weil sich das auch dann oft wiederholt, sind gar nicht mehr so beliebt, aber könnt ihr mir gerne was zu schreiben. Sind sie es, dann lasst es mich wissen. Aber ansonsten sieht man es ja auch so ein bisschen an den Views. Deswegen heute mal das Thema Tracking. Und zwar das Tracking vom Training. Das ist für mich, um es direkt vorwegzunehmen, eines der wichtigsten Elemente meines Trainingserfolges. Darauf würde ich es zurückbeziehen, der Trainingserfolg, den ich vor allem in den ersten 15 Jahren meines Lebens hatte. Und das erlebe ich oft bei vielen erfolgreichen Bodybuildern, dass genau die das gemacht haben. Jede einzelne Wiederholung einer einzelnen Trainingseinheit getrackt. Immer wieder. Getrackt heißt nichts anderes als niedergeschrieben, irgendwo festgehalten. Zum Beispiel Roman Fritz, einer der erfolgreichsten deutschen Bodybuilder, auch der hat über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, jede einzelne Wiederholung festgehalten. Und warum das so ist, das erkläre ich euch in diesem Video. Mal so zwischen den Sätzen außer Art. In der zweiten Hälfte des Videos folgt der Teil, wo ich euch vor allem erzähle, wie ihr richtig trackt. Meine Art. Hier gibt es wenig richtig und falsch. Ich bringe euch zumindest bei, wie ich es immer gemacht habe und was ich für mich als sehr effektiv herausgestellt habe. Und gerne könnt ihr das natürlich dann für euch übernehmen. Jetzt aber erstmal zu den Gründen. Viele von euch mögen denken, ich muss nicht im Nachhinein Rechnung anstellen und evaluieren. Und ich muss es auch mir nicht merken. Ich habe es ganz gut im Kopf, die Gewichte. Und dazu brauche ich das nicht. Ist aber nicht der Grund Nummer eins. Grund Nummer eins ist Motivation. Und auch hier, wer jetzt einschaltet und sagt, nein, ich brauche mich nicht motivieren, ich nehme einen Booster vorher, selbst wenn es der Gotti-Booster ist, oder ich brauche mich nicht so motivieren, ich bin schon maximal motiviert von mir aus, das ist nicht genau das, was ich meine. Denn das werdet ihr nicht leisten können, was diese genaue Wiederholungsangabe macht. Die meiste Zeit meines Lebens und die größte Aufbauzeit meines Lebens wusste ich exakt, dass ich in 7 Tagen im zweiten Satz der zweiten Übung bei einer bestimmten Übung XY von 6 auf 7 Wiederholungen gehen möchte. Und so genau, wenn ihr 3 bis 4 Mal die Woche trainiert, über Jahre mit all den Gewichten, weiß man es selten. Und wenn die Gefahr, dass ihr es doch vergessen habt und aus einer 7 eine 8 oder aus einer 7 eine 6 oder nicht mehr wisst, letztes Training waren die 6 Wiederholungen bei mir mit einem Minus gekennzeichnet, kommen wir später zu. Bisschen wackelig war die 6. Wiederholung oder die 6. wurde mir geholfen, gekennzeichnet durch ein +1 oder ich habe mich beim letzten Mal nicht gesteigert, all das wisst ihr nicht und all das geht daraus hervor und es ist gleichzeitig ein wahnsinnig wertvolles Wissen. Ich war teilweise so übermotiviert, gerade bei der ersten Übung, die Königsdisziplin bei jeder Muskelgruppe, die erste Übung für den Rücken, die erste Übung für die Brust, war das bei mir immer so, dass ich schon 5 Tage im Voraus mich darauf gefreut habe, schon nachgeguckt habe und wusste, ah, diesmal will ich die 6. Wiederholung schaffen mit dem Gewicht. Und das immer wieder ist eine unglaubliche Motivation. Außerdem weiß ich dadurch auch ganz genau, ab wann ich ein Trainingssystem wechsle. Nämlich genau dann, wenn ich weder eine Wiederholung mehr gemacht habe, noch mehr Gewicht genommen habe und die gleiche Wiederholungsanzahl. Und ja, jetzt werden viele von euch aufschreien, wie geht das denn? Ich werde doch nicht in jedem Training besser. Doch, das geht. Wenn ihr richtig trainiert, sollte genau das das Ziel sein. Jetzt werden so manche Kritiker sagen, aber das würde ja heißen, man macht nach 5 Jahren Hunderte von Wiederholungen mehr und steigert sich immer. Das geht natürlich bis zu einem gewissen Level. Die meisten können sich aber steigern und ja, dann wechselt man ein Trainingssystem und auf einmal steigert man sich wieder in den meisten Übungen. Also ganz klarer Top 1 Grund ist, dass ihr es genau festhalten könnt und dadurch eine permanente Progression und Verbesserung anvisiert. Und das motiviert ganz schön. Manchmal habt ihr so sehr diese Wiederholungszahl im Kopf, dass ihr mit Brechen und Biegen es versucht und vielleicht nur eine halbe schafft. Aber das werdet ihr euch notieren. Und das ist was. Schritt für Schritt. Und wenn es Halbschritte sind, werdet ihr euch verbessern. Und wer auch immer das bestreitet, nun ja, der hat es noch nicht ausprobiert. Jeder wird da draußen eine größere Motivation damit haben, einfach weil man auch genau weiß, was das nächste Ziel ist. Grund Nummer 2 habe ich schon auf dem Weg genannt und das ist die genaue Trainingskontrolle. Heißt, wenn ich Trainingspläne entwerfe, einen Makrozyklus entwerfe, wer dazu ein Video sehen möchte, direkt in die Kommentare. Makrozyklus, was ist das? Was meinst du damit? Macht man das noch? Wie macht man das?
Schreibt es mir gerne und dann gibt es dazu ein Video. Wenn ihr also, Makrozyst bedeutet nichts anderes, ein aufeinanderfolgende Trainingspläne kreiert für das nächste halbe bis ein Jahr, die genau aufeinander abgestimmt sind. Wann wechsle ich den Trainingsplan? Wann ist es Zeit, die Übung zu wechseln? Nach 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen? Viele fragen das auch immer wieder hier. Ich kann höchstens pauschal sagen, was man machen kann, aber falsch ist es auch nicht, nach 3 Jahren nicht mal die Übungen oder den Trainingsplan zu wechseln. Und ja, falsch ist es auch nicht, wenn man alle 2 Wochen oder 3 Wochen wechselt. Das geben einem nur diese Zahlen bekannt. Sobald ich keine Ausrufezeichen mehr, dazu kommen wir auch, was das bedeutet, hinter den Übungen sehe, wechsle ich den Trainingsplan und weiß, es ist Zeit. Und das ist eine wichtige Sache. Also ein Teil der Evaluierung, wo man immer wieder drauf guckt und weiß, jetzt muss was geändert werden. Und von dem Thema Kurzzeitevaluierung, also genau dann, wenn ihr es für die aktuellen Trainingspläne macht und auch für die Zukunft festhalten wollt, was mache ich als nächstes? Zur Langzeitevaluierung. Es ist natürlich dann ein schöner Effekt. Zum einen tatsächlich wortwörtlich schön. Es ist ein nostalgischer Effekt. Wenn ich jetzt zurückgucken kann, es ist wie ein wahrer Schatz, den ich mit als erstes rette, wenn meine Bude niederbrennt. Ja, gut, da gibt es ein paar andere Sachen vor, aber das auch. Wenn ich jetzt genau zurückblättere und ins Jahr 2002 gehe und weiß, was ich am 16. Juni um 19.20 Uhr in welchem Gym auch immer in der ersten Übung im dritten Satz gemacht habe an Wiederholung. Ich kann vergleichen, ich weiß, was da passiert ist. Natürlich guckt man jetzt nicht immer nach, aber das ist ein kleiner wertvoller Schatz. Vor allem für das Leben eines Bodybuilders ist es ganz nett, das zu sehen. Und ja, wenn man es auch evaluiert und ein bisschen ernster nimmt über den Schönheitseffekt hinaus, weiß ich, welcher Trainingsplan hat mehr gebracht, wo hat meine Brust sich mehr entwickelt, wo mein Rücken. Und wenn man es wirklich ernst machen will, dann bringen diese Aufzeichnungen ganze Menge, sonst vergisst man so etwas leicht wieder und kann es auch untersuchen, abgleichen. Waren das eher die Sommermonate, die Wintermonate, hat es vielleicht daran gelegen und so weiter. Auch dafür ist das Tracking unheimlich gut und wichtig. Und es gibt noch einen weiteren, nicht zu unterschätzenden psychologischen Effekt. Wir nennen uns Grund Nummer 1, ist eigentlich psychologischer, die Motivation. Und der zweite in der Reihe ist, dass ihr den Sport noch ernster nehmt, noch weiter vertieft, noch mehr zelebriert. Und das macht etwas. Alleine die Tatsache, dass ihr euch die Mühe gebt, dieses Logbuch zu führen, mit euch zu führen, so wie ich vielleicht sogar mit Buch und Stift oder mit der App, bringt euch zum einen mehr in den Trainingstunnel. Da ist gar nicht mehr so viel Zeit in den Pausen, noch viel anderes zu machen, sich zu verquatschen oder sonst was oder abgelenkt zu sein. Weil selbst in den Pausen macht ihr dann eure Notizen, auch wenn die nur relativ kurz sind. Aber die Pausen füllt ihr bereits auch schon mit dem Thema Bodybuilding, Progression. Vielleicht blättert ihr nochmal nach, war das jetzt wirklich mehr als letzte Woche und so weiter. Das bringt euch wirklich in diesen Tunnel. 1,5 Stunden geht es nur um Bodybuilding. Und ja, es gibt einige dieser psychologischen Effekte, die euch einfach tiefer in die Materie bringen und einfach ein gutes Gefühl geben, dass man so viel macht. Das ist nicht zu unterschätzen. Klingt nach Hokuspokus, ist es aber. Alleine bei mir zum Beispiel Supplemente. Wenn ich so viele Supplements habe, dann fühle ich mich irgendwie professioneller. Jetzt kann man sagen, dann bist du nur ein Opfer, hast nur viel Geld dafür ausgegeben. Aber das macht etwas, das macht einen kleinen Placebo. Und das sorgt dafür, dass ihr auch den Druck erhöht. Jetzt habe ich hier 100 Euro pro Monat ausgegeben und nimm diese ganzen Ingredienzien. Jetzt mache ich das auch richtig, ihr lest euch wieder ein, bleibt da auch wieder weiter im Bodybuilding-Tunnel. Ihr wollt wissen, was da drin ist und wie ich es am besten benutze. Beschäftigt euch damit und nehmt das dann alles. Macht euren perfekten Workout, Intra-Workout, Pre-Workout, Post-Workout-Drinks, sorgt für eure Proteinzufuhr. All das erhöht euer Bodybuilding-Lifestyle-Level. Lifestyle-Level darf man jetzt, ja, muss man ein bisschen auseinanderhalten. Lifestyle soll es natürlich bleiben, aber eure mehr diesen professionellen Teil. Ihr sollt auch nicht zu weit in den Tunnel verschwinden, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, das Logbuch ebenfalls. Ihr trackt das Ganze, ihr haltet es fest, es ist etwas Wichtiges und es bedeutet etwas. Jede Wiederholung bedeutet nun etwas, sie wird niedergeschrieben. Das macht eine ganze Menge aus. Und wie versprochen gebe ich euch jetzt noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie ich das Ganze gemacht habe und was vielleicht schon euch einen sehr hohen Einstieg ermöglicht, um euer Tracking möglichst effizient zu gestalten. Ich stelle euch jetzt mal hier vor, wie ich das Ganze mache und dazu wechseln wir mal ganz kurz das Studio. So, das ist auch schon der Location-Wechsel und als erstes zeige ich euch mal eine App,
die ich für das Smartphone und für das Handy entdeckt habe. Ich muss sagen, ich bevorzuge immer noch die Oldschool-Weise, vor allem, weil sie tatsächlich mehr Wertigkeit hat. Das ist kein Generationskonflikt oder dergleichen. Glaubt mir, jeder einzelne von euch wird nochmal einen Schub mehr Perfektionismus, Motivation und dergleichen spüren und mehr Wertigkeit dem Ganzen alleine schon mental zuordnen, wenn man das Ganze handschriftlich aufschreibt. Und auch dann kann man es besser archivieren und so weiter. Ich weiß, modern ist vor allem alles digital zu machen und alles hier mitzumachen. Und es ist auch okay, aber das andere macht echt noch mehr hinne. Und all die genannten Gründe kommen damit noch mehr zur Geltung. Aber gut, zunächst nun also die App, die ich zumindest entdeckt habe. Das ist keine Kooperation mit den Leuten, mit der App oder dergleichen. Ich habe sie nur einfach irgendwann entdeckt, als ich danach gesucht habe und habe diese hier gefunden. So, wir öffnen mal die App hier, die nennt sich Gym Hero und da sieht man schon den Startbildschirm. Hier könnt ihr jetzt ein Workout eingeben, ihr trainiert jetzt. Ihr könnt natürlich auch das Ganze im Voraus planen, dann seht ihr direkt schon den Trainingsplan, den ihr einfach nur noch abarbeiten müsst. Ich gehe mal auf jetzt trainieren, wenn ihr es währenddessen macht. Und ihr seht, das sind schon Vorschläge, weil ich sie eingegeben habe. Der Workout-Name wäre jetzt mal, sagen wir, Brust-Bizeps. Nehmen wir den Klassiker und starten das Workout. Und hier seht ihr schon die Vorschläge, die kommen auch von mir schon. Ihr könnt sie aber auch ganz normal eintragen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt hier lösche, weil ich schon ein vorgefertigtes Set genommen habe, dann gehe ich einfach auf Übung hinzufügen. Das nenne ich dann jetzt Bank drücken, fertig und jetzt einen Satz hinzufügen. Achtet auf die Reihenfolge, das habe ich schon mehrmals verwechselt. Satz 1, erst kommen die Wiederholungen rein. Ihr macht also, ich habe es geschafft, 10 Wiederholungen mit 100 Kilo zu machen. So, und jetzt addiert ihr das. Beim nächsten Mal habt ihr vielleicht 8 Wiederholungen mit 100 Kilo gemacht und ihr addiert einen Satz. Und habe dann nur noch 6 Wiederholungen mit 100 Kilo geschafft. So, jetzt wird das Ganze abgeschlossen und ihr seht, ihr habt die erste Übung hier oben schon eingetragen. Wir gehen jetzt mal weiter durch, noch eine Übung. Wir nehmen mal fliegende, fügen einen Satz hinzu und wir haben, sagen wir mal, mit 30 Kilo ganze 8 Wiederholungen geschafft. Wir fügen einen hinzu, jetzt gehen wir mal nach der umgekehrten Pyramide, haben dann 10 Wiederholungen geschafft mit 26 Kilo und haben danach nochmal 12 Wiederholungen geschafft mit 22 Kilo. Das Ganze schließen wir jetzt wieder ab und jetzt zeige ich euch noch etwas. Ihr geht dann auf Fertig, ihr habt das Workout beendet und hier wird noch eine ganz interessante Sache gemacht. Hier wird das Gesamtvolumen des Gewichts angezeigt, das ihr bewegt habt. Jetzt muss man aufpassen, wenn ihr unilaterale Bewegungen dabei habt, wie Kurzhantelbankdrücken, ich trage immer die einzelne Kurzhantel ein, dann ist es natürlich etwas ungenau. Das heißt, wenn ich 50 Kilo eintrage, dann meine ich natürlich eigentlich zweimal 50 Kilo, die ihr bewegt habt. Deswegen, diese Volumenanzeige, die könnte nicht genau sein, aber das ist ganz nett, ihr habt ja auch die Trainingsdauer, Übungsanzahl, Satzanzahl und so weiter und könnt das dann so abspeichern. Und dann seht ihr die ganzen vergangenen Workouts, beendete Workouts. Hier ist die Liste. Ihr seht das Datum noch mit dazu. Geht einfach da drauf und dann seht ihr, was ihr dort alles gemacht habt. Das ist ganz nett. Und die Pro-Version bietet sicherlich noch einiges Zusätzliches an Statistiken und so weiter. Das könnt ihr euch ja mal anschauen. Das ist eine App, die ich empfehlen kann. Jetzt kommen wir aber zu dem wesentlich interessanteren Teil und das birgt das Trainingslogbuch. Wie gesagt, haptisch, man hat was in der Hand. Und kann dann jederzeit reinschauen. Und das machen wir jetzt mal. Wir gucken mal einfach rein. Hier seht ihr bereits und bekommt einen intimen Blick darin, was ich bisher eingetragen habe und wie ich das gemacht habe. Ihr seht, hier ist der zweite auf den dritten. Ich dampf das kennzeichnet quasi die Nacht. 1. Januar 2020, da habe ich den Rücken trainiert und die erste Übung, so sieht das aus, da muss ich kein erstes, zweites, drittes zuschreiben. So mache ich das zumindest. Und dann seht ihr hier, rudern an der Maschine breit im Strip-Satz. Strip bedeutet also ein Drop-Satz.
In eckigen Klammern das Gewicht 130 Kilo, danach plus 75. Das plus bedeutet direkt innerhalb eines Supersatzes oder hier Stripsatzes, das kam danach. Eckige Klammer zu für das Gewicht. Ich habe 6 Wiederholungen plus direkt danach 8. Das Ausrufezeichen bedeutet, dass es mehr war als beim letzten Mal. Und das finde ich dann einfach raus, indem ich schaue bei dieser Trainingseinheit, wie viel hatte ich beim letzten Mal. Da habe ich gesehen, 130 plus 75 habe ich 5 plus 8 geschafft. Dann weiß ich genau, welches Gewicht ich machen möchte. Ihr seht, ich habe das gleiche Gewicht genommen. Und dann trainiere ich und merke, wow, ich habe 6 plus 8 geschafft. Und das war eben auch die Motivation. Ich will mehr als diese 5. Das habe ich geschafft. Ausrufezeichen. Und am Ende wollt ihr euch diese Ausrufezeichen verdienen. Das macht unheimlich Spaß, die zu sammeln. So sieht ein super erfolgreiches Training aus, wenn dahinter nur Ausrufezeichen sind. Das seht ihr öfters, Ausrufezeichen, sogar doppelte. Das heißt, ich habe einen Sprung gemacht vom Gewicht plus von den Wiederholungen. Und dann wisst ihr, ja, ihr steigert euch weiter. Wenn es irgendwann ganz wenige werden sollten, das seht ihr hier, keine Ausrufezeichen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die vergessen habe, aber wenn das dann wahr ist, dann wisst ihr, jetzt ändere ich mal den Trainingsplan, denn es stagniert, es tut sich nicht mehr viel. Und so ist das Ganze eingetragen. Jetzt machen wir das einmal zusammen. Das bedeutet, wir würden hier Probe, bitte stört euch nicht an meiner Handschrift. Hier tragen wir jetzt den Tag ein. Das heißt, wir hätten vielleicht heute Sonntag, hätten den, ja, Leute wie ich müssen immer drauf gucken, 3.7.2022. Ich trage gerne noch die Uhrzeit ein, das wäre jetzt um 15.30 Uhr. Manchmal sogar das Studio, wenn da verschiedene Geräte zu sehen sind. Ich würde heute rein die Brust, sagen wir mal, trainieren. Und dann habe ich die erste Übung, wohlgemerkt nicht das Aufwärmen. Das Aufwärmen interessiert niemanden. Hier geht es nur um die Arbeitssätze. Bankdrücken, versuche das Ganze und das kommt eben in eckigen Klammern mit 120 Kilo. Wie gesagt, ich bin warm. Und trainiere dann und schaffe tatsächlich, wow, 7 Wiederholungen. Das ist vielleicht mehr als beim letzten Mal, dann kommt ein Ausrufezeichen dazu. Beim nächsten Mal einfach nur eckige Klammer ergänzen, es ist die gleiche Übung. Der zweite Satz nehme ich nochmal 120 Kilo. Ihr könnt auch einfach dann nichts darunter schreiben. Schaffe 5 Wiederholungen und so gerade noch vielleicht eine letzte oder die letzte war sehr unsauber mit großem Ruck oder so. Dann kommt ein Minus dahinter. Die letzte war nicht sauber. Mein Ziel beim nächsten Mal mindestens 5 ohne das Minus zu haben. Danach nehme ich nur noch 100 Kilo. Und jetzt kommt's. Ich schaffe damit ganze schöne 8 Wiederholungen. Und der Maib, mein Trainingspartner, hilft mir die letzten beiden. Also 2 Intensivwiederholungen. Also kommt hier ein plus 2. Ich habe 2 Intensivwiederholungen. Das ist dann also nicht 10 Wiederholungen, die ich insgesamt geschafft habe. Und Maib hat davon 2 gemacht. Nein, 8 habe ich selbst geschafft, plus 2. Und das plus 2, weiß ich immer, heißt Intensivwiederholungen. Und so geht das dann immer weiter und so könnt ihr das eintragen. Das war's. So viel zu dem Thema Trainingslogbuch. Ich hoffe, das Ganze hat euch was gebracht und vor allem euch inspiriert oder motiviert, mal so etwas auszuprobieren. Und hierum geht's in Bodybuilding. Ausprobieren. Viele von euch werden jetzt schon direkt eine gewisse Meinung dazu haben. Finde ich super, weil ich das sowieso schon mache. Dann bringt es natürlich wenig, diesen Tipp anzuhören. Und die anderen, ach, brauche ich nicht, ich bin auch so motiviert. Aber darum geht's. Probiert es mal aus. Ich kann es immer nur wieder betonen, denn das Ganze hier bringt nichts, wenn es einfach nur ein Bestätigen ist. Und das merke ich auch leider oft, selbst an den qualitativ hochwertigen Kommentaren auf diesem Kanal. Es gibt Leute, die sagen, ach, das mache ich schon Ewigkeiten so, super, Daumen hoch. Und finden das dann gut. Und andere sagen, ach, ich mache das anders, aber gut, ist ja jedem seine Sache. Darum geht's ja. Ich versuche euch zu inspirieren. Ich versuche euch etwas zu zeigen, eine Alternative. Und da geht's gar nicht darum, dass ich besser bin und es besser weiß, obwohl das in den meisten Fällen sicherlich zutrifft, sonst wäre ich nicht hier. Aber gut, so arrogant das auch klingen mag, ansonsten ist es für die vielen wirklich trainingserfahrenen Leute da draußen sicherlich auch mal ein schöner Austausch. Und genauso mache ich das auch. Viele schreiben in den Kommentaren mal Tipps. Gotti, probier mal das und das aus und ratet mal, was ich tue. Ja, ich mache das. Obwohl ich hier einen auf Personal Trainer mache und den YouTube-Kanal und so weiter. Aber dennoch probiere ich das aus, weil darum geht es im Bodybuilding. Und wer das nicht begriffen hat, wird auch nie weiterkommen. Das heißt,
Selbst wenn ihr meint, ihr hattet bisher Erfolg mit einem bestimmten Trainingsplan, System oder sonst was, probiert die anderen aus. Und da wird es noch einige Videos zu geben, was ich schon alles ausprobiert habe und womit ich mir quasi meine Hörner abgestoßen habe. So viel dazu. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und schreibt viel in die Kommentare, wenn es noch Fragen dazu gibt. Ansonsten schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an, schaut mal bei Protein Arena vorbei und abonniert das Ganze, wenn ihr mehr sehen wollt. Empfehlt es euren Freunden und Bekannten und den Leuten im Gym. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer